Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich das IKEA IVA-Regal aufbauen, montieren und somit natürlich auch an der Wand richtig befestigen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige den Aufbau mal bei dem Regal mit zwei Seitenteilen und bei anderen Varianten funktioniert es natürlich relativ ähnlich. Zuerst mal sollten wir aber am besten alles ordentlich auspacken, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben. Danach sollten wir mal alle unsere Böden hinlegen und dann geht es darum, dass wir mal die Bodenträger, die hier außen etwas versteckt sind, herausbekommen. Dafür einfach einen Schraubendreher mit so einem flachen Aufsatz hier vorne nehmen und wir können das Ganze auch schon ganz einfach nämlich hier außen ordentlich raushebeln. Sobald wir alle Bodenträger abgemacht haben, können wir auch mal unsere beiden Seitenteile schon herholen und gerne aber auch eine zweite Person noch um Hilfe fragen, da es dann deutlich leichter geht. Nun können wir unsere beiden Seitenteile nämlich schon mal richtig rum hinstellen, bedeutet da nur darauf achten, dass der Abstand hier unten zum Holz etwas größer ist und ganz oben, da ist einfach gar kein Abstand. Und dann geht es darum, dass wir auch mal die richtige Höhe für unsere Böden ermitteln. Das ist natürlich einfach Geschmackssache. In meinem Fall habe ich mich dafür entschieden, dass ich einmal diese Pins hier auf der Oberkante von meinem Holz hineingebe. Dasselbe Spiel mache ich natürlich auf der zweiten Seite drüben auch und dann kann ich mich auch schon ganz einfach hier einmal dieses Holzbrett von oben hineingeben und muss es etwas stärker nach unten drücken, dass meine Bodenträger natürlich auch bei dem Boden richtig eingeklipst werden. Das schaut doch schon mal super aus, jedoch kann man relativ gut erkennen, dass unser Regal natürlich noch nicht fest ist und hierfür müssen wir auf jeden Fall dieses Stabilisierungskreuz noch richtig anbringen. Hierfür sollten wir das Kreuz relativ mittig von der Höhe einmal bei unserem Regal anbringen und wir sollten auch darauf achten, dass es eine durchgehende Seite gibt und so eine Seite mit einer leichten Einkerbung und die durchgehende Seite, die soll auf jeden Fall zu unserem Regal schauen. Nun geht es noch darum, dass wir hier oben mal eine Schraube hineinbringen und ich möchte aber diese Bohrung bzw. die Schraube genau mittig von meinem Seitenteil hier haben und als Orientierungspunkt auch noch genau mittig von meinem Regalboden. Hierfür kann man übrigens gerne auch noch einen Meterstab zur Hand nehmen und das Ganze natürlich auch mit einem Bleistift anzeichnen. Mein Seitenteil ist 4 cm breit, weswegen ich mir bei 2 cm mal die Markierung mache. Und von der Höhe her natürlich die Mitte von meinem Regalboden. Die Schraube habe ich noch nicht ganz fest angezogen. Jetzt kann ich mir natürlich auch mal eine Markierung auf der anderen Seite hier drüben noch machen. Und wenn das Regal auf einem geraden Boden steht, dann können wir auch mal die Wasserwaage hier außen an das Seitenteil hinhalten. Schauen einfach, dass wir es wirklich schön ins Wasser ausrichten. Bei mir sollte das passen. Und dann gebe ich auch meine Befestigung von dem Befestigungskreuz wieder in etwa bei der Mitte hier hin, halte mir das Ganze fest und kann mir dann auch nämlich diese Stelle markieren, wo ich gleich das Kreuz mit der Schraube befestige. Auf der anderen Seite sollte es normalerweise jetzt auch passen mit der Wasserwaage. Schaut es bei mir wirklich super aus und da ich mein Kreuz hier auch noch etwas hin und her biegen kann, möchte ich es natürlich auch wieder relativ mittig haben, weswegen ich mir hier das Ganze auch wieder mit dem Stift anzeichne und gleich mit der Schraube festdrehe. Die oberen zwei Schrauben kann ich jetzt natürlich auch ganz festdrehen. Und unser Regal steht auch schon gerade und ist vor allem auch deutlich stabiler als gerade eben. Da das Regal bei der Höhe relativ leicht kippen kann, sollten wir es auf jeden Fall mal noch an der Wand befestigen. Ich habe leider nicht die richtige Position gefunden, weswegen ich es mal nur in der Theorie zeige. Und wir sollten zuerst einmal das Regal an die gewünschte Position hinstellen, dann relativ mittig von unseren beiden Seitenteilen hier oben eine Markierung an der Wand machen. Und danach können wir nämlich auch schon das Regal wieder auf die Seite stellen, dann ca. 2 cm unterhalb dieser Markierung in unsere Wand hineinbohren. Da müssen wir nämlich dann auch einen passenden Dübel, in meinem Fall wäre das zum Beispiel ein 8er Dübel, hineingeben. Der ist übrigens beim Kauf von dem Regal nicht dabei. Und dann können wir auch schon mit einer Schraube und einer Beilagscheibe nämlich dieses Befestigungsband in der Wand festschrauben. Dasselbe Spiel machen wir natürlich bei der zweiten Seite hier drüben auch. Und danach geht es eigentlich nur noch darum, dass wir unser Regal wieder an die Stelle hier hinschieben, von oben das Band einmal auf dieses Seitenteil hinaufgeben. Und das Band können wir dann auch von oben ganz einfach mit dieser mitgelieferten Schraube und der Beilagscheibe festschrauben. Wenn wir dasselbe Spiel bei der zweiten Seite auch noch machen, dann haben wir unser Regal auch schon bombenfest an der Wand montiert und somit natürlich auch das IKEA IVA-Regal richtig aufgebaut.
Wenn du dir für zu Hause jetzt auch so ein IKEA IWA-Regal, einen passenden Schrank dafür oder natürlich auch noch weitere Böden zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.